Moin meine Freunde, herzlich willkommen und ja, verdammte Scheiße, ihr seht richtig, hier steht endlich nach langen, langen Tagen, Wochen, Monaten, fast schon Jahr, es steht hier wieder eine Mystery Box. Wie ihr leider sehen könnt, bin ich wieder alleine vor der Kamera. Lisa ist hinter der Kamera, die jetzt bestimmt euch Hallo sagen wird. Hallo meine Lieben. Ja, zurück zum Thema, wir haben eine Mystery Box. Ich habe mir die bei eBay Kleinanzeigen besorgt, was mir persönlich sehr wichtig ist. Das sind Privatpersonen, die diese Mystery Box zugeschickt haben. Ich habe keinen Plan, was da drin ist. Also das Paket ist auch erst 10 Minuten hier. 10, 15 Minuten ist das Paket erst hier. Ich konnte nicht abwarten. Ich musste es sofort aufmachen. Deswegen würde ich auch nicht lange quatschen jetzt hier, weil sonst platzt mir gleich der Kopf. Ey. Wir fangen jetzt an, es aufzumachen. So, ich greife jetzt einfach immer nach und nach rein und hole mir irgendwas raus. Tasche, glaube ich. Ey, wie nice. Hab ich auch gedacht, aber ist das eine Tasche? Nee, ist ein Handtuch. Oh, wie geil. Das ist ja Hammer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also, es ist auf jeden Fall von Ice Age. Das wird man im Bild nicht sehen, aber ich mache es jetzt einfach mal so. So, bewege das mal. Joppala. So, weiter geht's. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das sind diese... Halt es doch mal die Kamera, bevor du es aufmachst. Ja, schreibe mich nicht so an. Hier. Ein kleines Kätzchen. Ja, ich glaube, das ist... Ja, ja, cool, das ist diese Einkaufstasche. Kennt man ja, so haben die ja auch als Erdbeere, ne? Ja, das ist eine Sache, die kann man immer gebrauchen. Immer. Wer mich bei Instagram verfolgt, weiß, dass wir aktuell kein Auto haben. Das bedeutet, wir haben einen scheiß Einkaufstrolli. Und da sind die Dinger Gold wert. Oder? Mhm. Mega geil. Freue ich mich drüber. Oh, da ist was drin. Nee, ich schütze mal wieder. Ich schütze rein. Würzburger Hofbräu. Jawoll. Endlich habe ich einen Grund, Bier zu trinken. Voll cool. Einmal anschauen. Geiles Teil. Finde ich cool, finde ich lustig. Freue ich mich auch drüber. Autorennauslese. Roman zum Träumen von Karin Bucher. Ja. Ist jetzt nicht so meins. Also ich bin jetzt nicht so der große Leser. Wahrscheinlich habe ich das auch voll falsch ausgesprochen. Aber cool. Vielleicht wirst du ja mal was lesen. Was haben wir hier? Anti-Hair-Loss-Spray. Schatz, das ist für die Haare. Ja. Riecht gut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist denn das hier? Ich gebe mal kurz weiter, dann können Sie mal... So. Hier meine Tüte. Leute, D-Mark... Und noch, also andere, nicht nur D-Mark. Schilling. Ich lege mal hier hin, mache davon ein Foto und dann blende ich euch das genau jetzt ein. So. So, nächste. Also ich spüre hier zwei große Sachen drin. Ich nehme jetzt einfach mal was raus und will nicht gucken. Ah, komm, geh zu. Eine kleine Slotmaschine. Ausprobieren. Wie geil ist das denn, ey? Hammermäßig. Ja! Ah, fast. Ey, richtig geil. Richtig geil. Warte mal, hier hinten kommen auch ein Batterien rein. Wahrscheinlich macht das Ding sogar Geräusche oder sowas. Jetzt haben wir hier noch eine große Sache drin. Hier ist noch... Alter, Vater, was ist das denn? Das bist du, wenn du wütend bist. Heftig, was ist das? Scheint echt zu sein, oder? Heftig. Krank. Reflektorlampe. Okay,
Scheint aber. Ach, hier ist ein Knopf. Das ist eine ganz normale Lampe einfach zu sein. Okay, ja gut, habe ich jetzt keine Verwendung für, aber oh mein Gott, kann man die anwinkeln? Ja, kann man. Eine kleine Schatulle. Eine Kotzenschatulle. Und da drin ist Tee. Für mich als absoluten Nicht-Teetrinker perfekt. Früchtetee mit Biotin etc. Granatapfel-Vanille-Geschmack. Ja, ist da unter noch irgendwie was? Nö. Ich würde sagen, das war für seit langem mal wieder ein Mystery Box Opening, Unboxing, keine Ahnung, war es ganz gut. Also ich bin zufrieden. Ich finde die Slotmaschine mega geil. Das Handtuch finde ich auch mega geil. Den Bierkrug finde ich, Bierkrug finde ich gut. Die Sachen kriegen auf jeden Fall einen festen Platz bei uns. Die Münzen finde ich auch irgendwie, da erinnert man sich gerne mal zurück. Es ist ein guter Anfang. Wir werden mit Sicherheit demnächst noch des Weiteren ein paar mehr Boxen sehen. Mega cool, ich habe mich sehr gefreut. Gebt mal einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da, wenn euch das Video gefallen hat. Checkt uns beide bei Instagram ab, da erfahrt ihr öfters mal ein paar neue coole Sachen. Ist auf jeden Fall hier irgendwo alles verlinkt und ansonsten unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis denn. Tschö. Tschüss. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame.